Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich beschreibe hier das Verhalten der Oder-Verknüpfung. Wir sehen hier das Symbol der Oder-Verknüpfung, in diesem Fall mit zwei Eingängen A und B und einem Ausgang Q. Das Symbol ist hier zu sehen und das beschreibt ganz genau, wie die Oder-Verknüpfung sich verhält. Ist genau ein Eingang 1, dieser Strich steht für gleich 1, genau ein Eingang 1, A 1 oder B 1, dann ist der Ausgang Q gleich 1. Wenn mehr als ein Eingang, Anzahl größer 1, 1 ist, also zum Beispiel A ist 1 und B ist 1, dann sind es ja zwei Eingänge, die 1 sind, dann habe ich also eine Anzahl, die größer ist als 1 bei den Eingängen, auch dann ist der Ausgang Q gleich 1. In der Wahrheitstabelle drückt sich das folgendermaßen aus, wenn genau ein Eingang 1 ist, dann ist der Ausgang Q gleich 1, das ist hier der Fall, das ist auch in dieser Zeile der Fall. Wenn mehr als ein Eingang 1 ist, das ist in dieser Zeile der Fall, ist der Ausgang Q auch gleich 1. Naja, und wenn beide Eingänge 0 sind, dann ist der Ausgang Q natürlich gleich 0. Das Ganze übertragen auf drei Eingänge ist auch nicht viel schwieriger. Hier habe ich genau einen Eingang, der 1 ist. Ich habe also dann am Ausgang eine 1, hier ist es wieder einer, hier sind es 2, das ist mehr als einer, wieder eine 1, genau einer eine 1, 2 haben eine 1, wieder eine 1. Hier sind es zwei Eingänge mit einer 1 und hier sind es sogar 3, also überall kann ich hier eine 1 eintragen. Oder umgekehrt ausgedrückt, nur wenn alle Eingänge 0 sind, ist der Ausgang gleich 0. Aber das Symbol bezieht sich auf die Einsen am Eingang. Das Ganze verbal ausgedrückt, der Ausgang Q ist gleich 1, wenn ein Eingang 1 ist oder mehrere Eingänge 1 sind. Q gleich A oder B. Jetzt muss ich allerdings wissen an dieser Stelle, dass die Oder-Verknüpfung so definiert ist, dass auch bei mehreren Eingängen, bei mehreren Einsen an den Eingängen der Ausgang Q gleich 1 ist. Nicht etwa, wenn nur einer 1 ist. Das Ganze verkürzt dargestellt mit dem Oder-Operator sieht dann so aus, bei zwei Eingängen Q ist gleich 1, wenn A 1 ist oder B 1 ist. Im Sinn muss ich behalten, auch dann ist Q gleich 1, wenn beide 1 sind. Bei drei Eingängen schreibt man das Ganze in der Funktionsgleichung dann so auf, wie wir das hier sehen. Q ist gleich 1, wenn A gleich 1 ist oder B gleich 1 ist oder C gleich 1 ist. Ja, das war schon von der Oder-Verknüpfung. Ich empfehle Ihnen wieder, dass Sie genau das, was jetzt auf dem Bildschirm zu sehen ist, so einüben, dass Sie es auswendig aufschreiben können. Denn es werden noch einige Verknüpfungen dazukommen und so können Sie am besten einstudieren, wie es sich mit der Oder-Verknüpfung verhält und sind dann gleichzeitig auf das, was da noch kommt, bereits vorbereitet. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und natürlich noch mehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und vor allem danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.